Hi Leute, wir spielen heute Minecraft Bed Wars auf der Map Sturmwaffe. Gleich jetzt los. Und ja, snacken wir uns erstmal ein bisschen Bronze. Zack. Gleich in die Mitte bauen, von da oben am besten. Okay, der fängt jetzt schon mal von woanders an. Gleich mal ein Schwert und nur Blöcke. Okay, jetzt hat er keine Blöcke mehr. Machen wir weiter. Okay, das wird reichen. Ziehen wir es noch ein bisschen hoch. Okay, zurückkommen werden wir, glaube ich, nicht. Also lassen wir dem mal das Gold. Wir haben keine Blöcke, um zurückzukommen. Holen wir uns mal die Dudes hier. Vielleicht können wir gleich was reißen. Das wäre natürlich mega nice. Okay. Bisschen AFK. Läuft bei dem. Bed down. Tschüss. Erster weg. Schnell warpen. Bis unser Bett überlebt. Dreier Brustpanzer. Anziehen. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Ja. Kann man auch mal machen. Einfach. Neuen Rekord, ein neuer Rekord. 1:44. Könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was euer Rekord ist auf der Map. Ja, war eine kurze Runde. Gehen wir gleich in die Lobby und probieren nochmal was zu reißen. Welche Map nehmen wir? Eine nicht ganz so lange. Vielleicht Desert. Okay, schauen wir mal. Gehen wir mal den Team Blau. Hier ist ein Geheimgang. Weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Ah, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr in der Zeit. Hier ist da eine Druckplatte. Hier. Da ist die Druckplatte. Okay, es geht los. Okay, wir bekommen keine Bronze jetzt. Okay, einer von denen hat gelüftet. Noch einer von denen hat gelüftet? Ja gut. Ich hoffe, die bauen sich schon ein bisschen in die Mitte. Nein. Bauen das Bett ein. Sind wir dabei? Okay, schön schnell in die Mitte. Zackig, knackig. Das wird aber nicht reichen. Deswegen brauchen wir Support von unseren Teampartnern. Okay. Ich hoffe, der hat Blöcke dabei. Zack. Okay, ein Spieler nur noch. Ja, das ist jetzt ein bisschen... Naja, wird kein langes Video, glaube ich. Aber egal. Haben wir jetzt noch ein bisschen Bronze. Blöcke. Der ist ja gerade gestorben eigentlich. Könnte eine schnelle Runde werden. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn einfach das ganze Team fast leftet, aber die kriegen ja auch ihre Zeitstrafe. Er verkämpft sich jetzt dort. Schauen wir mal, ob ein bisschen Gold gespawnt ist. Hier. Aber hier ist auch nur ein Goldspawner. Ah, drei. Gold ist nicht schlecht.
Eins wird schon in der Base sein. Blöcke. Ja, drei Stück kann ich dir anbieten. Wer nicht? Hier. Wird er sich natürlich freuen über drei Blöcke. Okay, dann machen wir uns noch ein paar Blöcke, gehen rüber, schauen. Ob wir vielleicht auch noch einen Bogen bekommen. Ja, echt jetzt, ich hab nicht mehr. Tut mir leid. Schau mal, ob hier Gold kommt. Ein Gold hätte ich schon noch gern. Ein Gold. Vielleicht haben die eins für mich. Okay, jetzt haben wir's. Ja, eine Goldrüstung ist auf jeden Fall stark. Also, wenn ihr Bed Wars spielt, immer eine Goldrüstung anziehen, ist nie verkehrt. Okay, das ist die größte Goldverschwendung, die es gibt in Bed Wars. Ender Chests. Die sind nämlich nicht ganz korrekt. Denn die Gegner können die einfach aufmachen. Und es ist nicht so cool. Okay, der wird jetzt fliegen. Oder er wird nicht fliegen. Hat er Glück gehabt? Treffen wir ihn noch ein paar Mal? Die Frage ist, er hat jetzt die ganze Quelle für dich selber. Der könnte jetzt schon bald einen Bogen haben. Was macht der Dude? Okay. Okay. Er hat definitiv einen Bogen. Okay, der ist tot, glaube ich. Doch, doch, den kriegen wir, glaube ich. Den kriegen wir. Will ich jetzt nicht zu sehr mit Bowspam langweilen. Deswegen machen wir mal ein bisschen in die Offensive. Na, wo ist er? Okay, ist auf jeden Fall stark, was er da abzieht. Sein Bett weg. Okay. Ja, das war's für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn ja, dann könnt ihr auch ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen. Ja, und in Zukunft werden wir auch noch mehr Bed Wars rausbringen. Dann auch mit anderen, wie zum Beispiel mit Magic Kilian oder mit TKV90. Also dann, ciao Leute, bis dann.